Willkommen bei unserer Tiersendung über Delfine. Ich und Chiara wünschen Ihnen viel Spaß und hoffen, dass Sie etwas über diese interessanten Tiere lernen. Chiara, wie sehen denn diese Tiere aus? Delfine sind keine Fische, sondern Säugetiere. Delfine besitzen eine dreieckige Rückenflosse, die Finne zwei Vorderflossen, die Flipper und eine typisch geformte Schwanzflosse, die sogenannte Fluke. Das ist die Kappe, das unpaare Blasloch, die Melone, die Zähne, der Schnabel und der Kiel. Wir sehen jetzt noch ein Bild von dem unpaaren Blasloch, durch das die Delfine atmen. Delfine fressen Fische, Tintenfische und Krebse. Sie suchen ihre Nahrung auch oft in bis zu 600 Meter Tiefe. Manchmal jagen Delfine auch mit Haien. Hier sehen wir Delfine bei der Jagd. Du, Chiara, wie kommt denn ein Delfinbaby auf die Welt? Wenn die Geburt des Delfinbabys kurz bevorsteht, schwimmt die Delfinmutter in eine ruhige Meeresbucht. Bald beginnt die Delfinmutter schneller zu atmen. Dann ist der kleine Schwanz des Babys zu sehen. Und kurz darauf ist es auf der Welt. Ihr seht jetzt noch einen Filmausschnitt von einer Geburt. Man sieht jetzt schon den kleinen Schwanz. Man sieht jetzt, wie das Delfinbaby immer mehr rauskommt. Wenn es auf der Welt ist, geht es als erstes Luft holen. Du, Janina, was passiert dann nach der Geburt? Nach ungefähr einem Tag hat das Delfinbaby Hunger. Dann saugt es kurz an der Zitze der Mutter. Das Delfinbaby trinkt aber nur ein paar Sekunden, aber jede halbe Stunde. Nach 8 bis 10 Tagen ist das Delfinbaby doppelt so schwer wie an der Geburt. Delfine trinken länger als ein Jahr bei der Mutter. Du, Chiara, können denn Delfine sprechen? Die Menschen haben schon sehr viel über Delfine herausgefunden. Sie wissen aber noch nicht genau, wie sie sprechen. Man müsste Delfine sehr lange beobachten. Das ist nicht sehr einfach, weil sie schwimmen weit ins Meer. Sie geben klicksende Laute von sich. Sie können pfeifen, brummen und schnattern. Wir wissen, dass sie sich auch verstehen, indem sie sich berühren oder ihre Gesichtsausdrücke ändern. Ihr hört jetzt noch ein paar Beispiele, wie Delfine sprechen. Was für Sinne haben Delfine? Delfine können sehr gut hören. Delfine hören aber nicht so sehr mit den Ohren, sondern mit den Knochen im Mund und Kiefer. Auch spüren und riechen können sie gut. Sie können mit ihrer Haut und ihrem Schnabel viel ertasten und spüren. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Ade! Ade. Herzlich willkommen bei unserer Tiersendung über Delfine. Du, Chiara, wir sehen dich. Nochmal, gleich nochmal.
Stopp, 2 Sekunden. 1, 2. Du, Chiara, wie sehen denn diese Tiere aus? Delfine sind keine Fische, sondern Säugetiere. Chiara, können denn Delfine sprechen? Die Menschen haben schon sehr viel über Delfine herausgefunden. Sie wissen aber noch... Muss ich weg? Du meinst aus dem Bild? Hallo! Du kannst einfach...